Hallo liebe Naturfreunde, heute kommt schon wieder das nächste Kastanienvideo und zwar wollen wir heute eine Creme herstellen. Wir haben euch ja letztes Jahr gezeigt, wie wir aus den frischen Kastanien zwei Extrakte hergestellt haben, eine normale alkoholische Tinktur und noch einen Essigauszug. Beide sind natürlich in der Naturkosmetik verwendbar, aber da wir auch die Creme noch weiter anreichern wollen, werden wir auch heute noch einen frischen Ölauszug herstellen. Dazu brauchen wir zwei frische Kastanien, die wir zunächst mit dem Messer möglichst fein zerkleinern. Dann geben wir dieses Granulat in ein Marmeladenglas mit möglichst weitem Holz und gießen das Ganze mit Mandelöl auf, und zwar so, dass die Kastanienstücke gerade so mit Öl bedeckt sind. Zum Thema Ölauszug haben wir schon vieles gezeigt. Es gäbe hier theoretisch zwei Möglichkeiten. Man könnte einen Kaltauszug über mehrere Wochen ansetzen. Dies empfiehlt sich allerdings nicht, da die Kastanien noch sehr viel Feuchtigkeit enthalten. In diesem Fall könnte der Ölansatz dann sehr leicht schimmeln und daher machen wir einen Warmauszug. Wir stellen das Glas also ins Wasserbad bei etwa 60 Grad und lassen das Ganze circa 3 Stunden lang ziehen. In dieser Zeit gehen dann die fettlöslichen Inhaltsstoffe der Kastanie auf das Öl über. Anschließend filtern wir das Ganze. Wir gießen den Inhalt unseres Glases einfach durch ein Sieb und lassen das Öl nach unten ablaufen. Bei dieser Gelegenheit wiegen wir dann auch gleich noch, wie viel Öl wir nun haben. Wir wollen auf jeden Fall das gesamte Öl verarbeiten. Das heißt, wir rechnen unser Cremerezept nun auf 42 Gramm Öl um. Dazu wandle ich nun einfach mein Grundrezept ab, das ich für Cremes üblicherweise nutze. Das heißt, wir brauchen ca. 23 Gramm Lanolin. Das Wollfett besitzt ebenfalls hautpflegende und hautschützende Eigenschaften und dient hier in unserer Creme als Emulgator. Das heißt, es bindet das Wasser mit dem Öl, das wir nachher zufügen. Normalerweise müsste man nur noch einen Konservierungsstoff hinzufügen, das spare ich mir allerdings. Das heißt, unsere Cremes sind immer unkonserviert, das wirkt sich natürlich auch ein wenig auf die Haltbarkeit aus. Als nächstes brauchen wir noch Bienenwachs, dies dient als Konsistenzgeber und gibt unserer Creme etwas mehr Festigkeit. Wir nutzen hier ca. 3 Gramm. Auch das Bienenwachs besitzt übrigens leicht emulgierende Eigenschaften. Zum Schluss geben wir dann noch das Öl dazu und dann müssen wir das Ganze im Wasserbad erhitzen, sodass sich das Lanolin mit dem Öl und dem Wachs verbindet. Zum Thema Haltbarkeit von selbstgemachten Cremes haben wir übrigens auch schon mal ein Experiment gemacht, denn ich versuche natürlich meine Cremes mit so wenig Chemie wie möglich anzureichern. Natürlich gibt es schon Konservierungsstoffe, die sogar Naturkosmetik zertifiziert sind und hier verwendet werden könnten. Da wir unserer Creme allerdings ziemlich viel der Tinktur zusetzen, hat unsere Creme am Ende einen gewissen Alkoholgehalt und ist daher auch einigermaßen gut konserviert. Trotzdem kann man natürlich nicht erwarten, dass diese selbstgemachte Creme so lange hält wie eine gekaufte Creme. Das heißt, wir bewahren sie dann zum Beispiel im Kühlschrank auf. Wenn ihr da ganz sicher gehen wollt, dann könnt ihr die Creme auch in kleinere Portionen abfüllen und zum Beispiel einfrieren. Unser Öl-Wachs-Lanolin-Gemisch müssen wir auf ca. 65 Grad erhitzen. Dies ist der Schmelzpunkt von Bienenwachs und dann werdet ihr sehen, dass sich schon nach kurzer Zeit die Inhaltsstoffe gut verbinden. An dieser Stelle ist sozusagen die Ölphase der Cremeherstellung beendet und nun geht es weiter mit dem Zusetzen des Wassers, in unserem Fall also der Tinktur. Laut meinem Grundrezept könnte ich nun maximal bis zu 36 Gramm Flüssigkeit zusetzen. Allerdings werde ich etwas weniger nutzen, denn ich möchte auf jeden Fall, dass meine Creme komplett in das Ansatzgefäß passt, in dem zunächst unser Öl war. Das heißt, ich stelle immer genau so viel Creme her, dass ich genau ein Glas damit füllen kann. Ich habe nun ca. 25 Gramm meiner Tinktur abgemessen und gebe das Ganze nun ins Öl. Jetzt könnt ihr gleich erkennen, dass sich Öl und Wasser nicht vermischt, das heißt, es bilden sich zwei Schichten. An dieser Stelle kommt jetzt mein Milchschäumer ins Spiel, den nutze ich, um die Flüssigkeiten zu verbinden und jetzt fängt auch das Lanolin an zu arbeiten und wir erzeugen eine Emulsion.
Die Flüssigkeit ist außerdem noch sehr heiß, das heißt, das Ganze ist noch recht flüssig. Wir rühren nun gründlich, bis sich das Ganze vermischt hat und wir keine Fettaugen mehr an der Oberfläche schwimmen sehen. Das Ganze nimmt nun die übliche Konsistenz einer Creme an, wird weiß und dicklich und dann stellen wir das Ganze noch ins kalte Wasserbad und dann wird die Mischung auch sehr schnell dicker. Sobald mein Milchschäumer dann spürbar schwergängig wird, habe ich die richtige Konsistenz erreicht und kann die Mischung aus dem Wasserbad wieder entfernen. Ab diesem Zeitpunkt muss ich dann sehr schnell sein, denn die Creme wird sehr schnell fest. Dann lässt sie sich nicht mehr so schön ins Glas einfüllen. Das heißt aber nur, es bilden sich dann maximal im Glas Übergangskanten. Aber das ist theoretisch nicht so schlimm, sondern lediglich ein optischer Makel. Anschließend stelle ich die Creme bei geöffnetem Deckel in den Kühlschrank und lasse sie restlos abkühlen. Zum Schluss sprechen wir dann noch kurz über die Wirkungsweise und auch die Anwendung meiner Creme. An dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, dieses Rezept ersetzt natürlich keinen Arztbesuch. Wir sind keine Ärzte, sondern zeigen euch lediglich, wie wir die Pflanzen verwenden und erzählen euch dazu unsere persönlichen Erfahrungen. Die Rosskastanie wird traditionell bei Venenleiden angewandt. Sie stärkt die Gefäßwände und macht sie weniger durchlässig. Das heißt, Blutgefäße können damit gefestigt, gestärkt und auch die Durchblutung gefördert werden. So können zum Beispiel fortschreitende Krampfadern oder auch Besenreiser gemildert werden. Man kann diese Creme ein- bis zweimal täglich auf die betroffenen Hautstellen auftragen. Die Creme ist sehr fettig und daher auch sehr ergiebig, es reicht bereits eine kleine Menge davon. Da sie frisch aus dem Kühlschrank kommt, ist die Konsistenz natürlich jetzt sehr fest, aber sie lässt sich auf jeden Fall gut verteilen und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Idee hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.